Jo Leute, herzlich willkommen zu Tag 7 der Nordreise. Wir laufen jetzt zum Strand. Die Unterkunft ist auch richtig schön. Die Firma ist richtig gut. Wir laufen jetzt gerade mit der gesamten Gruppe an den Strand und dann surfen wir. Ich nehme mich natürlich mit. Das Wetter ist nicht so gut. Es ist sehr wolkig, es windet ein bisschen und es ist kalt. Aber im Wasser, wenn man Neoprenanzug anhat, dann wird es wahrscheinlich gehen. Wir sind richtig Lust auf Surfen. Danach haben wir ein bisschen Freizeit. Ich nehme euch natürlich mit. Haut rein. Bis nachher und viel Spaß und ciao. Jo Leute, ich habe mich gerade geduscht, deswegen sind meine Haare noch nass und ich war gerade auch im Pool, wie ihr gesehen habt. Vom Surfen habe ich keine Aufnahme, weil die Wellen zu krass waren. Deswegen hatte ich Angst, dass die Kamera weggeht oder dass ich sie verliere. Ich hätte hier auch den Schulpulli an, richtig fresh mit meinem Namen drauf. Hier im Hintergrund sieht man ja den Sonnenuntergang. Da im Hintergrund sieht man die Unterkunft. Und da ist unser Zimmer. Also richtig geil. Jetzt ist schon Tag 7 vorbei bald. Wir chillen jetzt noch ein bisschen, gehen dann essen. Und morgen ist nur noch in der Stadt in La Serena rumlaufen und heimfahren. Genau, richtig schnell. Richtig krass, wie die Zeit vergeht. Und dann sind wir noch 2 Wochen in Chile und dann ist auch schon der Austausch rum. Und dann kommen auch natürlich die Chile noch zu uns. Das wird auch nochmal richtig geil. Haut rein, bis morgen und ciao. Jo Leute und herzlich willkommen zu Tag Nummer 8 der Nordreise. Wir sind hier an der Mall, wo wir von Tag 1 auch angefangen haben, in La Serena. Wir waren ein bisschen in der Stadt, also keine Ahnung, ganz kurz in der Stadt, haben uns einen Markt eingekauft und so einen Platz. Aber es gibt noch viel mehr, wie ihr schon gesehen habt. Wir sind auch an der Küste entlang gefahren. Genau, wir fahren jetzt mit dem Bus 5-6 Stunden nach Mia zurück und dann ist die Nordreise auch schon rum. Richtig krass, wie die Zeit vergeht, einfach schon eine Woche rum. Ich hoffe, euch hat die Nordreise gefallen und haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Wir haben die besten Begleiter. Und jetzt... Was ist hier?